Weshalb präsentieren Autofirmen, Möbelhersteller, die Bekleidungsindustrie ihre neueste Mode, das neueste Auto auf Hochglanzbroschüren in einer tollen Umgebung? Was ist der Hintergrund dafür? Naja, du weißt es sicherlich klar, die wollen ihr Produkt verkaufen und dafür möchten sie den schönsten Rahmen geben und das Produkt inszenieren, eine Wertigkeit übertragen. Und genau das solltest du mit deiner Immobilie auch machen, denn manch ein Kaufinteressent trifft auf deine Immobilie das erste Mal, vielleicht in einer Zeitung oder in einem Immobilienportal. Und wenn er dann hässliche Fotos sieht, könnte er vielleicht schon wieder weg sein, noch bevor er deine Immobilie richtig kennengelernt hat. Und damit dir das nicht passiert, wie du Fotos schießt, welche Fehler du dort vermeidest, das erfährst du im Video Nummer 6 unserer 10-teiligen Videoserie der 10 schlimmsten Fehler, die du bei deinem privaten Immobilienverkauf vermeiden solltest. Direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Ilka Fietz, Immo Expert. Wir sind beim 6. Video unserer 10 Videos, Themen, die du vermeiden solltest, wenn du privat deine Immobilie verkaufst. Und wir haben heute das Thema furchtbare Fotos. Wir hatten schon mal gesagt, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und genauso sieht es bei Fotos aus, denn wenn du deine Immobilie fotografierst, so wie sie steht und liegt, bei dem einen oder anderen mag das schon gut aussehen. Wenn allerdings viele Sachen rumstehen, die Räume zugemüllt sind, dann ist es fraglich, ob du die Schönheit deiner Immobilie überhaupt zu deinen Kaufinteressenten transportieren kannst. Und wir hatten im letzten Video gesagt, es ist das Thema auch zugemüllte Räume und viel Sachen, die herumstehen, die eigentlich ablenken von der eigentlichen Immobilie, schon zu entsorgen, schon wegzuräumen. Wenn du das getan hast, dann gibt es aber auch immer noch viele Fehler, die du machen kannst. Zum Beispiel die Immobilie bei grauem Himmel zu fotografieren. Also such dir wirklich einen Tag, wo die Sonne scheint, wo blauer Himmel ist. Fotografiere nicht gegen die Sonne, weil es gibt Überblendungen. Nimm die richtige Perspektive, mach einige Probefotos und guck, welches Foto dir letztendlich am besten gefällt. Brauchst du dafür eine professionelle Kamera? Na, ich sag mal, du bräuchtest auf alle Fälle ein relativ neues Smartphone. Das deckt im Grunde schon gute Fotos ab. Natürlich, du kannst auch einen Immobilienfotografen bestellen. Die sind natürlich die Fotos unschlagbar, weil diese Fotografen sind spezialisiert auf Immobilien in Szene setzen. Wenn du dir die Kosten sparen möchtest, nimm ein gutes Smartphone, was aber auch schon einen kleinen Weitwinkel hat. Gibt es auch Aufsätze dafür für Telefone, wo du kleine Weitwinkellinsen vor die Kamera setzen kannst, dass möglichst viel vom Raum aufnehmen kannst. Dann sind auch so eine Sachen wie dunkle Räume. Also selbst wenn du bei Tag fotografierst, guck, dass sämtliche Beleuchtungen, Lampen an sind, der Kamin an ist, dass Klodeckel zu sind, dass extrem viele bunte Handtücher im Bad mit vielen Sachen, die rumstehen, einfach entfernt sind. Das ist eine klare, helle, freundliche, aufgeräumte, saubere Umgebung zeigt. Denn nur so kannst du natürlich das Interesse wecken. Fotografier den Garten, fotografier jeden Raum. Je mehr du präsentierst, desto mehr kannst du auch schon Kaufinteressenten selektieren, ne? Weil du willst ja keine 100 Kaufinteressenten, sondern du möchtest Kaufinteressenten, die sich tatsächlich für deine Immobilie interessieren. Wenn du ganz fortschrittlich bist und dich ein bisschen auskennst, kannst du zum Beispiel auch eine 360-Grad-Tour machen. Werden wahrscheinlich die wenigsten privaten machen, aber da kannst du letztendlich so selektieren, dass Kaufinteressenten im Vorfeld quasi virtuell durch deine Immobilie laufen können. Musst du nicht, ist ein schönes Nice-to-have, aber letztendlich wichtig ist, dass du wirklich tolle Fotos ablieferst, die deine Kaufinteressenten überzeugen.
Und wenn du die Tipps berücksichtigst, dann wirst du sehen, werden ganz viele Kaufinteressenten auf dich drauf zukommen und dich sogar loben, ob deine, für deine schönen Fotos. Und du solltest natürlich die Immobilie dann in dem Zustand, wie du sie fotografiert hast, auch später bei den Besichtigungen herrichten, also auch sauber präsentieren. Ich habe einen Videokurs erstellt, da wird mal ganz detailliert eingegangen, was du wie, wann am besten berücksichtigen solltest bei beim Fotografieren, beim Präsentieren, beim Inszenieren deiner Immobilie. Den Tipp verlinke ich unter dem Video. Ja, und dann freue ich mich auf dich. Bis zum nächsten Video, Video Nummer 7. Bis dann, tschüss, deine Ilka von ImmoExpert. Dir hat das Video gefallen? Dann freue ich mich, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Abonniere meinen Kanal mit Klick auf das Glöckchen und du verpasst kein einziges Video mehr von mir. Gib mir gerne einen Kommentar und wenn du ganz persönliche Fragen hast, dann findest du unter dem Video in der Beschreibung alle Links zu meiner Facebook-Gruppe oder für einen persönlichen Beratungstermin.